Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Wir haben Juni. Mein Gott, das halbe Jahr ist davon geflogen. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Auf jeden Fall haben wir Juni schon ein bisschen vorangeschritten, wie immer. Ihr wisst ja, ich bin immer ein bisschen später mit meinem Aufgebrauch. Aber auch aus dem Monat Mai habe ich natürlich einen aufgebraucht für euch, wenn ihr wissen möchtet, was ich so aufgebraucht habe. Mein Gott, wie oft habe ich jetzt aufgebraucht gesagt? Dann bleibt dran. Habe ich wie immer, einmal im Monat färbe ich mir ja immer den Ansatz nach, beziehungsweise das macht ja jetzt meine Mama, Gott sei Dank, eine Blondierung aufgebraucht von Accent, die kennt ihr alle schon, die ja, habe ich mir den Ansatz nachfärben lassen und ja, langsam geht es mir schon wieder auf den Sack, ich muss nochmal überlegen, aber an sich, ja. Finde ich die gut. Das Einzige, was wirklich blöd ist, das habe ich in den letzten Videos gar nicht gesagt, ist dieses Pulver, weil man es einfach nicht in diese Dose, in diese Flasche reinbekommt. Das ist grauenhaft. Also das ist wirklich grauenhaft. Aber ansonsten färbt sie gut. Dann haben wir eine Handseife aufgebraucht von Cien. Das ist, glaube ich, Aldi, ne? Handseife, Olive, roch gut, war in Ordnung. Wir haben wieder 10.000 Mal Wasser nachgeschüttet und dann haben wir Nachfüllpacks gekauft und das da reingetan. Ja. Dann habe ich ein Silber-Shampoo aufgebraucht von Swiss Opal, das, ja, Silber-Shampoo, gegen Gelbstich für blondiertes und graues Haar und das habe ich halt, ja, jetzt einmal komplett aufgebraucht. Beim Erstfärben habe ich es tatsächlich benötigt, beim Erstblondieren, dann mit dem Ansatz hätte ich es eigentlich auch nicht mehr gebraucht, deswegen kaufe ich es mir jetzt auch nicht nach, aber gerade so für ja, die Erstblondierung und vielleicht auch nochmal die zweite, war das ganz gut. Habe ich benötigt. Dann ist mir ein Hitzeschutzspray leer gegangen. Gott, das habe ich schon ewig. Ich muss sagen, ich bin da leider nicht so... Ich müsste das viel öfter benutzen. Aber so oft glätte ich halt auch nicht. Oder locke oder wie auch immer. Von Syos Professional Performance. Ja, von Syos halt ein Hitzeschutzspray. Fand ich in Ordnung. Ich habe es tatsächlich schon ewig. Keine Ahnung, was das da ist. Ich habe es einfach schon viel zu lange. Dann von Isana Made leer gegangen, die Cremeöldusche. Wollte ich jetzt eigentlich mal langsam absetzen, aber tatsächlich kommt zwischendurch nochmal so was Doofes auf meine Haut. Keine Ahnung. Aber es ist noch nicht so stark, dass ich sage, ich müsste jetzt nochmal zum Hautarzt gehen. Ich habe nämlich noch Creme. Ich versuche es nochmal, wenn die Creme leer ist und ich habe es immer noch, muss ich halt nochmal hingehen. Ja, aber das habe ich halt in der Zeit benutzt und ich werde es mir wahrscheinlich auch nachgucken. Ich weiß es noch nicht. Ach, keine Ahnung. Ja, aber die Isana Made-Reihe habe ich ja in den letzten Monaten des Öfteren benutzt. Einmal die Cremedusche und es ist auch noch zusätzlich von Isana Made die Körperlotion leer gegangen. Auch die, finde ich, riecht halt nach Creme, also richtig nach Creme. Ich mag den Geruch ja sehr gerne. Ist auch, war die jetzt ein bisschen dickflüssiger oder war es die Körpercreme? Gibt es eine Körpercreme? Weiß ich gerade nicht. Die ist mir auf jeden Fall runtergefallen und ist mir kaputt gegangen und das war richtig doof. Da kam das nicht mehr so richtig da raus und dann mussten wir es mit der Zange rausziehen und dann kam viel zu viel und es ging nicht mehr zu. Ja, auf jeden Fall die Isana Made-Reihe kann ich empfehlen, wenn man wirklich empfindliche Haut hat. Dann habe ich aufgebraucht von Revival Loop die glättende Augencreme Revital Q10. Reduziert nachweisbar Falten, ne? So langsam bin ich ja in dem Alter, wo man sich da Gedanken drum machen muss. ich habe ja immer die von Biotherm Blue Therapy benutzt. Ich war tatsächlich erstmal zu geizig. Ich habe die jetzt zwei oder dreimal nachgekauft, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die macht es auch, aber ich glaube, ich gehe trotzdem wieder zurück zu Biotherm nächsten Monat oder so. Mal gucken. Bin ja ein bisschen eitel und ich habe nicht Lust, jetzt schon mit Falten zu kriegen. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch Glück. Ich bin so gut wie faltenfrei um die Augen. Und das ist mit 28 eigentlich nicht immer der Fall. Man sagt natürlich mit 28, man ist noch total jung. Natürlich ist man noch jung, aber Faltenbildung tatsächlich... Ja, Zeit geht auch an mir nicht vorbei. Ja, deswegen bin ich noch überlegen, kaufe ich mir die nochmal nach? Ich glaube schon, aber ich glaube, dann nehme ich wieder ein bisschen High-End. Weil ich glaube, dass... Gerade bei Falten, ja, dann muss ich ein bisschen gucken. Dann ist ja eine Zahnbürste, Bürste nicht, Pasta
Creme, wie auch immer, leer gegangen. Perlodent, wisst ihr, benutze ich immer. Diesmal war es Med, war in Ordnung. Ich habe immer das Gefühl, da ist noch richtig viel drin, aber ich kriege auch nichts mehr raus. Dann ist leer gegangen eine Tagescreme, Softcreme von Florena, die Softcreme mit Bio, Aloe Vera und Vitamin E. Feuchtigkeitspflege für normale Haut, habe ich halt immer morgens und abends benutzt und war in Ordnung. Auch angenehm. Ich habe sie mir jetzt nicht nachgekauft, weil die mich jetzt nicht habe. Das war jetzt nicht die Creme, wo ich gesagt habe, boah, das ist die beste Creme, die ich je hatte. Die brauche ich immer wieder. Sie war in Ordnung und ich probiere halt immer mal wieder rum. Aber sie war okay. Und das letzte Produkt, was leer gegangen ist, ist das Bübchen Shampoo in Schauer Himbeere. Benutze ich immer für meine Pinsel. Ich habe es mir noch nicht nachgekauft. Derzeit nehme ich ganz normale Handseife. Bin da nicht so. Aber ich denke, ich kaufe es mir wieder nach, weil für die Pinsel, die rochen immer sehr gut danach und waren sauber, fertig, gut, in Ordnung. Ja, und das war's schon. Das war das aufgebraucht aus dem Monat Mai. Nicht viel, guter Durchschnitt. Ich kann es im Überblick behalten, das ist gar nicht schlecht. Ja, keine Flops. Keine Flops? Durchschnitt ist sogar sehr gut. ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr dürft mich natürlich gerne bewerten und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!